Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Sorted Online Alicialation Lycoris. Immer noch die Nachsynchronisation, weil ich muss ja die Hälfte vorsynchronisieren. Geht das Tor auf? Wie, du dachtest, es war nur die Nacht über verschlossen? Ich hatte nur zufällig recht. Dann wollen wir mal. Ich bin immer noch in der Nachsynchronisation, muss hier ungefähr die Hälfte oder 75% nachsynchronisieren. Because ich hatte das Mikro nicht eingeschaltet und ich hasse es. Ich hasse es. Ich weiß jetzt, ich mache gerade Folge 10, also ich render gerade Folge 10, habe gerade den, das Videomaterial, das Bildmaterial mit meinem Ton synchronisiert. ja, und... Das ist nicht so nice. Because. Jetzt habe ich vergessen, was ich hier in der Folge gesagt habe. Ah, genau, ich habe das vorgelesen. Ein Haltbarkeitswert. Okay. Schwerter Azalia. Eine Schwester in der Kirche von Rulit. Sie wirkt recht streng, ist aber eine sehr fürsorgliche und gnädige Frau. Sie nimmt Kirito ohne zu zögern bei sich auf. Oh. Yes. Ich muss den Hühnerstall noch zumachen gleich. Ein Startmenü, das erscheint, wenn der Nutzer ein S in die Luft malt. Zeigt die aktuelle und maximale Lebensdauer des Ziels sowie die Objekte, Steuerungsstufe. Stimmt, die Folge ist eigentlich sogar schon fertig verarbeitet. Die hier. Ich bin in der Folge nämlich kurz mal AFK gegangen und da musste ich dann Cut setzen. Den Cut werdet ihr jetzt hier im Video live miterleben. Während ich hier am Nachsynchronisieren bin, weil ich hab's erst gemerkt nach dem Cut. Kann ich euch jetzt schon sagen. Und mir ist es aber auch nicht aufgefallen, weil ich habe nicht wirklich geguckt, also gehört, sondern einfach nur die Folge gerendert. Weil ich schreibe mir zeitmäßig immer auf, wann ich cutte. Also ich mache so, ich lege mir einen Zettel her, dann schreibe ich mir, sage ich, yo, ich cutte jetzt, dann schreibe ich mir das auf. Also während ich das noch sage, die Zeit, steh auf, geh, komm wieder, schreib mir die Zeit vom Hinsetzen auf und manchmal, ich klatsche halt auch immer in die Hände, falls ich den Zettel verliere und dann cutte ich das halt dementsprechend immer raus. Ja, aber da konnten wir jetzt nichts tun bei der Statue und hier können wir auch nichts tun. Cool. Können wir noch nichts tun, müssen wir erst fortfahren in der Hauptstory. Oh. Als ob er da nicht drüber kommt, das nicht. Ich hasse sowas. Ich hasse so unsichtbare Wand. Ich hasse sie einfach. Ah, davon können wir wieder speichern. Ich hoffe, dass die Hauptquest nicht aktiviert wird, bevor wir speichern. Aber das sieht gut aus. Stehen bleiben, speichern. Schnellreisepunkt erreicht und immer speichern. Es gibt nichts Wichtigeres als speichern. Yes. So. Gratulation. Kämpfen für deinen Wunsch. Oder für einen Wunsch. Habe ich zu schnell weggeklickt. Zuita. ここがザッカリアの町。ってことはメディナとはここでお別れか。ああ、そういうことになる。ファンネイル。礼を言うつもりはないが、貴様たちのおかげで興味深い旅になったのは事実だ。素直じゃないな。またそんなことを。相変わらずムカつく男だ。 それでは、失礼する。本当に言っちゃったね。あいつにもきっとやらなきゃいけないことがあるんだ。それは俺たちも同じだろ。うん、そうだね。よし、それじゃ行くか。
Rulit. Einem Dorf im Norden von Neulangard, Yuchio, Alice und Selka wurden dort geboren. Vor dem Dorf stand früher einmal ein riesiger Dämonenbaum, der als Gigazeta bekannt war. Okay. Kasse nachsynchronisieren. Gigazeta, ein riesiger Baum vor Rulit. Er entzog der Umgebung Ressourcen und verhinderte so das Wachstum von Getreide. Kirito und Yuchio fällten ihn, als ihre Objektsteuerungsstufe endlich hoch genug war. Okay. Sakaria, eine südlich von Rulit gelegene Stadt, die das Schwertkampfturnier von Nord-Neulangard ausrichtet. Sie untersteht dem Lebensherrn Gelgam Zakadia und ist nur einen Katzensprung von Waldehof entfernt. Alice Zuberg, ein gütiges Mädchen aus Rulit und Yuchios Kindheitsfreundin. Sie war die talentierteste Schülerin der heiligen Künste, die Rulit je gesehen hatte. Leider wurde sie von einem Integritätsritter weggebracht. Ja, ein Vorteil an meiner super schlechten Grafikkarte und meiner super schlechten HDD-Festplatte ist, dass sich das locker easy ausgeht. Dass ich mir 4 oder 5 Tooltips durchlesen kann, weil es nicht lädt. ルーリットの村を出発した数日後、俺たちはザッカリアにたどり着いた。そしてザッカリアで衛兵隊への入隊審査を兼ねた剣術大会が5ヶ月後にあるとしる。衛兵隊に入隊できるのは大会の東西ブロックを勝ち抜いた2名のみ。俺たちは大会に備え、ザッカリア近くの農場に身を寄せながら日々剣の腕を磨いた。 そして運よくブロックが東西に分かれた俺たちはそれぞれに優勝を目指す。途中、俺の対戦相手になったイゴームという貴族の男が仕掛けた罠をアインクラッド流剣術で跳ね返し勝利し、無事俺とユージオは共に優勝を果たし、衛兵隊への入隊許可を得る。 そして入隊から6ヶ月後、定律修験学院受験に必要な推薦状を得た俺たちは北セントリアへ向かう。俺たちはノーランガルス定律修験学院の入学試験で上位12名以内の成績を収め入学した。上位12名の初等練士はそばづき練士となり、その年の上級修験士からそれぞれ指名されて選ばれることになる。 俺を選んだのは上級修験士自責、歩く戦術ソーラン、ことソルティリーナ・セルルト先輩。ユージを選んだのは俺たちと同じく衛兵隊出身の猛者ゴルゴロッソ・バルト先輩。俺たちは修験学院で2年学び、卒業後4帝国親善剣術大会で勝ち抜き、 聖号騎士となることを目指している。聖号騎士となれば、この世界を管理する氷教会の中枢セントラルカセドラルへと潜入できる。友情は幼馴染アリスを助け出すため、そして俺は外部との連絡を取るために、こうしてそれぞれの目標を胸に修験学院での生活は幕を開けた。 Okay, also hatten wir jetzt einen 2-Jahre-Skip. Ich hasse ja so Skips, ich mag so Skips nicht gern. Außer in One Piece, da hat mir das Skip gefallen. Ich werde gleich Fairy Tail gucken. Ich habe jetzt richtig Bock auf Fairy Tail. Ne, ich werde zuerst SmackDown gucken. Zuerst SmackDown und dann Fairy Tail. Auf alle Fälle werde ich dann zuerst meinen Hühnerstall zumachen, den ich noch zumachen muss. Direkt nach der Folge. Kapitel 1.3 Befehl Zentrum. Okidoki. Wohnheim der
まさか宗剣学院で剣技や新生術だけじゃなく歴史についても勉強できるとは思わなかったな。なんでそんなにも楽しそうなんだよ。僕は歴史が好きだし勉強なんて久しぶりだから。キリトは嬉しくないの？試験もあるんだろ。ここに来てまで試験勉強することになるとは。 ここに来てまでって？いや、なんでもない。それにしても、未だに実感が湧かないよ。君と二人で入学試験を突破して、今ここにいるなんて。でも、遊女はザッカリアの衛兵隊でも活躍してたじゃないか。随分強くなったぜ。まだまだだよ。 入学試験の成績はキリトの方が上だったしね。Kommt jetzt der Kat? Nee. おい、俺はこれでも遊女の師匠だぜ。そう簡単に追い抜かれちゃ困るよ。それはそうだね。何はともあれ、お互い入学試験の成績で12位以内に入れてよかったよ。でも、 そば好き練習なんて制度があるとは思わなかったな。そうだよね。僕も驚いたよ。最後の月にある進級試験に合格し、学院の2年生だった高等練習の中でも。 Ja, und da war der Cut. Hat man gar nicht gemerkt, den Cut, wa? <笑>特に試験でいい点を収めた12名は、上級修験士と呼ばれる特待生に任ぜられる。つまり、えりすぐりのエリートといっていい。上級修験士には、身の回りの世話や稽古の相手をするそば好き練士が、一人ずつつくことになる。そして新入生である初等練士の中で、入学試験成績が上位12位以内に入った。 上級修験士には12人しかなれないなんて相当厳しいね。な、でも俺たちはそば好き練士になった。寮の清掃や雑務は免除される。しかもその優秀な上級修験士の稽古の相手をできるんだ。剣の腕を磨くためにはぴったりの環境だぜ。あ、どうした、ユージオ。 キリト、僕たち大事なこと忘れてるよ。大事なこと？キリトも僕も上級修験士の先輩から授業が終わったら部屋に来いって言われたじゃないか。急ごう。って言っても僕は上級修験士の男子寮、キリトは女子寮だけどね。確か約束の時間は授業が終わった後、次の時継げの鐘が鳴るまでだったはずだ。ああ、じゃあまた後で。 オッケー。お前をそば好きに任命した時に自己紹介は済ませたが、改めて挨拶をしよう。私は上級修験士ソルティリーナ・セルルトだ。一、オプス。俺はキリトです。こちらこそよろしくお願いします。 私のそば好き練士として、お前にはこれから毎日私の稽古に付き合ってもらうことになる。その他にも部屋の掃除や身の回りの世話など雑用を頼むこともあるだろう。わかりました。先輩のお役に立てるよう最善を尽くしたいと思います。それは心強い。私もこの1年間、お前に私の知る全ての武術を教えるべく。 それでは早速だが、今日は私の稽古に付き合ってもらおう。はい。Alles klärchen. Ha, wir haben die jetzt dabei. Status. Ja, erstmal die Kleidung visualisieren. Habe ich was Neues? Ja, da, Unterkadettenuniform. Ah, die ziehen wir mal an.
So, hier haben wir nichts Neues, nichts Neues, nichts Neues. Nein, Änderungen anwenden. Weil wir sind halt immer noch voll der Lappen, wir haben noch nichts gefunden. Nein, das war falsch, ich wollte auf die Frau wechseln, auf Sardiliana. Oh, bei der können wir auch was machen. Okay, da haben wir nichts. Oh, da haben wir drei Sachen. Ja, wir lassen ihre eigentliche Kleidung, die sieht besser aus. Sie hat einen Stahl, zwei Händer, eine Uniform und hier hat sie nichts. Gut. So, dann gehen wir kurz auf den Skillbaum. Wir haben wieder 5 Fähigkeitspunkte, cool. Erstmal hier verwenden. Und als nächstes kommt der nächste Skill und dann konzentrieren wir uns auf Schwert-Skills. So, dann rennen wir jetzt darüber. Oh, wir können auch mit ihr sprinten. Yeah! Oh, wenn ich Frauen spielen kann, spiele ich immer Frauen. Immer. Es geht nicht anders. Ich hasse es, Typen spielen zu müssen, wenn ich Frauen spielen kann. So, die Lena Salut. Eine Elite-Kadettin, die Kirito als Knappe erwählt hat und Angehörige des Hauses Salut, Erfinder des Salut-Stils, trägt den Spitznamen Wandelndes Taktik-Tagebuch. Ein traditioneller Stil, der in ganz Neulandgard bekannt ist. Okay. さあ、まずは好きに打ち込んできてくれ。好きにですか？ああ、私は入学試験で見たお前の剣が気に入っているのだ。だからこそ、こうしてお前と剣を交えてみたくてたまらなかった。 Kämpfen im Duellmodus. Im Duellmodus ist deine Zielerfassung nur auf ein Ziel festgelegt. In diesem Modus kannst du deine Waffe erst wegstecken, wenn der Kampf vorbei ist. Bewegst du dich nach links oder rechts, umkreist du dein Ziel. Es kommt vor allem auf geschicktes Blocken und Ablenken an. Perfekte Blöcke erhöhen die Gefahranzeige des Gegners sehr stark. Also sei perfekt. Ich bin nicht perfekt. Triffst du im Duellmodus den Block deines Gegners, kann sich deine Klinge verkeilen. Drücke dann X passend zu der Anzeige in der Bildschirmmitte, um den Gegner zurückzustoßen und seine Gefahranzeige beträchtlich zu füllen. Verkeilte Klinge heißt das. Okay, das sollte gut möglich sein. Das hat echt Spaß gemacht, das hat fucking Spaß gemacht. So hat mir das viel besser gefallen, als gegen die wilden Mobs zu kämpfen. Sehr viel besser. よくやったぞ。やはりお前は入学試験で見た通りいい筋をしている。 Ihre Technik studieren. Welche Technik war das? Ich finde sie mega hübsch. Soretrina-senpai, saki ore no ken o fusegu toki ni tsukatta waza wa nan desu ka?
あれはセルルト流の極意、滑水という技だ。相手の打ち込みを刀身で滑らせつつ受け流し、そして相手の体勢を崩す。なるほど。予想外の動きで思わず圧倒されてしまいました。これが我が家に伝わるセルルト流だ。セルルト流。Ihre Technik studieren. Soletirina 先輩の剣はこの世界の中でこれまで交えてきた剣とは違う。そう、この剣は勝つための剣だ。入学試験で多く見たノルキア流よりも早く確実に相手を追い詰める。 Zeig mir den Soletil. 先輩、ぜひ俺にもその流派の技を教えてください。それはしかし、もちろん無理にとは言いませんけど、セルルト流には他の流派にない実践的な、俺が求める強さがあると感じたんです。わかった。一年かけてお前にセルルト流の技を教えよう。では今度は私の番だ。お前の剣技について教えてくれ。これまで見たどの流派とも違うあの見事な技、一体お前の流派は何なのだ？俺の流派は、ほう、良い名だな。これからお前に見せてもらうアインクラッド流の技を楽しみにしているよ。ありがとうございます。俺も先輩の剣術指導を受けて精進したいと思います。教えるのは剣だけではないぞ。無知や他の武器を使った戦闘の相手もしてもらう。本当ですか？ああ、楽しみにしていてくれ。それでは今日の稽古はこれで終わりだ。疲れているところ悪いが、少し休んだ後お前の相棒も連れて私のところに来てほしい。ユージオもですか？そうだ、二人が揃ったらまた説明する。わかりました。それではユージオに声をかけてきます。あ、よろしく頼むぞ。それからキリト、私を呼ぶときはリーナで構わない。え？家族や友人は私のことをそう呼んでいる。お前ともこれから長い付き合いになるであろうからね。わかりました、リーナ先輩。うむ、ではまた後でな。Schwestern, Brüder, Mitglieder der ortsansässigen Kirchen, die sich auf die heiligen Künste verstehen und den Leuten Hilfe und Heilung anbieten. Statica-Fenster, ein Statusmenü, das erscheint, wenn der Nutzer ein S in die Luft malt. Zeigt die aktuelle und maximale Lebensdauer des Ziels sowie die Objektsteuerungsfähigkeit. Die Zeitglocke, ein göttliches Objekt, das in bestimmten Intervallen läutet. Wie lange war jetzt mein Mikro gemutet? Ich muss kurz in die... War echt die ganze Folge mein Mikro gemutet? Ach nö. Ja gut, dann muss ich das halt irgendwie, muss ich nachsynchronisieren. Hey Yuchio, hast du mal kurz Zeit? Nani?キリト、大丈夫か？かなり疲れてるみたいだけど。うん、ゴルゴロッソ先輩の指導はすごいよ。これから1年間みっちり鍛えられそうだ。あ、そうか、大変そうだけどよかったな。
疲れてるところ悪いんだけど、ソルテリーナ先輩から呼ばれたんだ。一緒に来てくれ。え？僕も一緒に？なあ、詳しいことは二人揃ってから説明するってさ。わかった。用意するよ。Ich werde die Folge gleich nachsynchronisieren, sobald wir speichern können. Lina, Senpai! Kitaka, zwei Tomo. Solti Lina, Senpai. Hajimemashite. Yuji o Shoto Renshi desu. Yoroshiku onegaishimasu. Ah, Yuji o. Kochira koso yoroshiku tanomu zo. Sore de wa, zwei sorotta koto da. Watashi ga omae tachi o yonda ryuu o hanasou. Jitsu wa...王とセントリアの衛兵隊から修剣学院へいくつか仕事の依頼が出されてな。衛兵隊からですか？うむ、近年獣の様子がおかしいという話を聞くだろう。それで溢れた仕事が修剣学院に来ているというわけですか？ああ、だが名目上は課外授業という形になる。それってなんだか衛兵隊に都合よく使われているような気がしますね。そう悲観的になるなよ、ユージよ。めんどくさい申請書なんかを出さずに北帝国を自由に歩けたり実戦を積んだりできるんだぜ。まあそれもそうだね。そう思うと悪くないかも。学院から今回の課外授業は最低3人で組を作ってから参加するようにとの要請があってな。聞くところによると獣の数が多いためにそうなったらしいのだが。なるほど。それで俺たちは。ああ、ゴルゴロッソからもユージオに実戦を経験させる良い機会だから声をかけてみてくれと頼まれてな。二人が良ければ私はこの課外授業を受けようと思う。もちろんです。やらせてください。はい、僕もです。わかった。それでは私は課外授業を正式に受諾する旨を学院に伝えてくる。それまでにキリトとユージオで必要なものを揃えてきてくれないか？わかりました。二人で揃えてきます。よろしくな、二人とも。Wie wär's mit Speichern, damit ich nachsynchronisieren kann, solange ich noch so ungefähr weiß, was ich gesagt habe? そういえば、頼む。What the fuck, okay. Ich brauche Medizin. Kannst du mir auf dem Markt in der Hauptstadt welche kaufen? わかりました。Überlass das nur mir. Die Shia nehme ich. An deiner Stelle würde ich die Kirito lieber nicht geben. Oi! Warum nicht? Wir treffen uns wieder hier, wenn du alles eingekauft hast. Du findest alles im Laden von Quisera. Der ist auf dem Markt gleich links. Speichern, bitte. Kann ich hier irgendwo speichern? Gerade hier würde ich ein Speicherding machen. Jetzt muss ich erstmal ein Speicherding finden. Da ist ein Speicherding. Gut Leute, dann danke ich euch fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr schaltet auch in der nächsten Folge von Let's Play Sword Art Online Alicia Legend Lycoros wieder ein. Ciao!